Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. So, wir sind direkt im dritten, in der dritten Kellerebene des Drachenauges. Stockwerk kann man ja dazu nicht sagen. Das wäre ja dann so, als ob wir nach oben gehen würden. Da haben schon wieder Leute Angst wegen, ich weiß es nicht. Einfach um des Angsthabens willen vermutlich. Ja, genau, laufen wir so ein bisschen rum. Je größer sie sind. Hier so ein komischer Pilz, der kann ja eh nichts. Der Priester nervt ein bisschen. Vielleicht hat der Zwerg auch einfach vor dieser komischen Sprache, die die sprechen, Angst. Spür meinen Stachel. Danke. Ah! Danke. Danke. Boah, du stirbst jetzt. Er wird so einen grausamen Tod sterben, das weiß er noch gar nicht. Leider haben wir nichts, um ihn wirklich einen grausamen Tod sterben zu lassen. Warte mal. Ich darf ihn nicht beherrschen. Ja. Und sie laufen sinnlos in ihren Tod. Ja, das kann ja was werden. Ist hier, hilf mal. Alles? Was machen wir denn wir da? Wir gehen. Dass es hier auch noch so verwinkelt sein Spaß muss, das macht das jetzt nicht unbedingt einfacher. Und dass Madame jetzt hier alle anlockt. Mehr Abfahrt zum Plündern. Irgendwie sieht das hier sehr komisch aus. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja, wir sind auf der Suche nach unserem Alchemistenfreund, oder wie das war, oder unseren werdenden Alchemistenfreund. Der weiß ja noch gar nichts von seinem Glück. Ja? Ach, habe ich mal wieder alle unter Kontrolle. Na, anscheinend hat jeder jetzt hier einen Bogen, oder wie? Hier, gepanzertes Skelett ist tot. Du hast keine Munition. Du hast doch noch Munition. Hast du keine mehr? Du hast doch auch noch. Und du auch. Warum habe ich nur drei Leute, die mit Bögen schießen? Gemeinsam sind wir. Ah, nee, einer stand im Nahkampf. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Zum Kampf. Wo sind wir hier überhaupt? Ach, hier oben in der Ecke. Gut, gut. Passt mir überhaupt nicht. Scheiß Janti. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Da ist so eine lustige Tür mit. Ja, genau, habe ich schon gesehen. Hier, versteck dich mal, such nach Fallen. Wir laufen mit dir mal so ein bisschen hier rum. Das ist ja höchst interessant. Steinblock unverletzt. Und da läuft einfach zwischen euch einer durch. Eure KI ist aber eigentlich angewiesen. Ich kümmere mich drum. Höchst interessant. Der Ruhm ist um. Ja, kann man den Stein hier irgendwie entfernen, oder? Versinkt gerade hinter dem Horizont. Ja, man kann ihn entfernen. Immun gegen Schaden durch Spitz. Ja, dann müssen wir uns hier ja nicht weiter abquälen. Ganz wie du willst. Wir laufen hier immer so lange im Kreis oder so. Ach, ist gar nicht nötig. Das war dann gar nicht so lange wie gedacht. Dieser Feind trägt schon die Maske des Todes. Auch besonders solange sie auf Madame fokussiert, kann ich einfach mal wieder die gute Taktik nehmen und panisch im Kreis laufen. Während der Feind dann einfach, an dem Drang, mich zu verfolgen, krepiert. Alles ist ja sein Problem. So, einmal gespeichert. Ja. Weiter kann es gehen. Da haben wir ja schon ganz schön was direkt am Anfang hier kaputt gemacht. Das war so gar nicht von mir gedacht. Nicht, dass ich gewusst hätte, was vor mir liegt, aber... Zwerg, geh mal bitte da aus der Tür. Wie ihr wünscht. Oder, was weiß ich. Eine Tür ist das ja nicht. Irgendeine... Ja, irgendein kleines Gang, Übergang, was weiß ich. Ist ja auch egal, letzten Endes. Bin schon unterwegs. Was das jetzt genau ist. So, hier müssen wir... Zwerg, was machst du da? Ist das gut? Ich habe irgendeine Tür gefunden. Ich glaube, ich brauche einen Schraubendreher, um sie zu öffnen. Ja, gut. Ich kümmere mich sofort drum. Nach Fallen suchen und nicht unsichtbar sein ist ja auch mal was Neues. Oh, ein Heiltrank. Ah ja, wir könnten ihr natürlich ihren Dolch geben. Ganz wie du willst. Mit dem sie viel besser versteckt ist, sein sollte. Oh, Riesengrab. Nehmen wir mit. Oder wie sich das... Oder ein Tisch mit Sitzkissen. Wer weiß. Das kann ja niemand hundertprozentig sagen. Gut, du suchst mal eben noch nach Fallen. Wenn ihr wollt. Oder? Ja. Ja, tust du. Ja, du wirst gerade auch wieder sichtbar. Ja, ist auch nicht so wild. Hier, nimm deinen Bogen wieder in die Hand. Hier bin ich.
wenn es euch Spaß macht. Ja, da Untote. Euer Leben hat keine Zukunft. Untote kloppen. Ja, das ist ganz ähnlich wie früher hier auf jeden Fall in der Ebene. Nur es geht ja ganz, ganz anders aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, ich kann mich auch sehr, sehr täuschen. Was ist das denn für ein Wasserbecken? Trinkt man daraus? Ist das einfach nur so da? Ich kann ja auch bis jetzt noch nichts angucken. Gehen wir mal hier weiter. So, du wohnst hier. Nicht mehr lange. Scheint jemand Totes zu liegen. Hm. Haben wir wieder das Skelett irgendwo Besonderes hin? Hier, geh mal soll weg. Mir recht sein. Ja, das hat das gepanzerte Skelett jetzt so gar nicht anders verdient, wenn er sich das so blöd anstellt. Ja, da liegt jemand. Was soll denn das? Wenn es euch Spaß macht. Warum liegst du hier rum? Hm, scheint tot zu sein. Allzeit soll mir recht sein. So, wir gucken mal nach Fallen. Ja, warum sollen auf diesem Tisch auch keine Fallen sein oder bei diesem Wasserbecken da hinten? Ja, anscheinend sind da aber keine. Wir speichern mal vorsichtshalber. So, auf dem leeren Tisch liegen Kinderleichen, weibliche Leichen, männliche Leichen, Bolzen und tolle Sachen und Schädel, die vermutlich zu den Leichen gehören könnten. Und hier haben wir irgendein Wasserbecken. In dem Becken befindet sich klares, frisches Trinkwasser. An der Außenseite des Beckens kann man die Spuren von verdampfenden Lindwurmgift erkennen. Oder verdampften. Ah, sollen wir da mehr Lindwurmgift reinkippen und dann sterben hier alle, oder wie? Hm. Könnte man ausprobieren. Stacheln reinwerfen wird jetzt nicht so viel bringen, denke ich mal. Könnte man auch noch machen. Es wird ja wohl viel effektiver sein, wenn wir das Gift da erstmal rausdestillieren oder was auch immer wir damit tun werden. So, das sind nochmal Bolzen plus 4 oder sowas in der Art, oder? Ja. Nehmen wir. Da sehe ich gerade, ich brauche neue. Ich habe doch hier noch. Ja, wir müssen mal die ganzen normalen aufbrauchen. Bei ihr dauert das ja zum Glück nicht so lange. Die verschießt das in der Hälfte der Zeit als die anderen da zusammen. Auch ganz schön belastet mit den ganzen toten Katzen, oder? Die wiegen ja auch mal eben 10 Pfund. Ach, ist aber nicht so wild. Solange sie sich nur anständig bewegen kann. Ich höre, so sei es. Gut, mit dem Wasserbecken kann man also vielleicht irgendwas machen. Vielleicht müssen wir auch noch was Schmackhaftes auf den Tisch legen. Das wird sich dann hoffentlich noch ergeben. So, ein bisschen was haben wir da ja schon aus Versehen oder mit Absicht erkundet. Mehr aus Versehen als mit Absicht, aber... Ach ja. So, kommen wir eben wieder her. Natürlich. So, liste dich mal. Gut, das hat sich damit erledigt. Dann behältst du jetzt aber trotzdem den Dolch erstmal in der Hand. You are Teammeister. Ja, wir heilen dich gleich mal. Der hat nichts dabei. Womit greift er überhaupt an, wenn der nichts dabei hat? Euer Begehr? Wirkt das nur auf den, der es benutzt, oder kann der Benutzende das auf jemanden wirken? Ah, man kann es auf jemanden wirken, das ist ja äußerst praktisch. Einmal kritische Wunden heilen pro Tag, oder was war das mit dem Moos? Ja, ist schon mal nicht schlecht. Ist ein Anfang. Auch noch so ein Meister. Tut mir leid, aber ich kann keine Gnade. Ja, da ist ein komischer irgendwas Verwirrungsangstmach-Spruch wohl ins Leere gegangen. Ihr lauft doch jetzt wohl nicht einmal komplett darum. Tun sie. Wenn es euch Spaß macht. Ach, noch ein Priester. Lasst euch nicht verwirren oder verzaubern. Ja, hier ist schon schwer verletzt. Der darf gar nicht zaubern, egal was der macht. Das war gut. Das hat mir gut gefallen. Attacke! Du schießt hier nicht den Kack. Dass ja auch schon wieder Horden an Schlangenmenschen sind. Oder halb Blut, UNT, was weiß ich. Ach nö, nö. Ja genau, immer auf dem Mönch, das ist gut, der ist gegen alles, was ist. Tut mir leid. Muss das sein? Eisengolem? Ist das alles, was du kannst? Ah ja, die Hardware-Beschleunigung. Da habe ich heute mal nicht dran gedacht. Gift von Eisengolem. Warum ist der überhaupt giftig?
Und irgendwie verletzt den auch niemand. Das finde ich ziemlich scheiße. Los, kommt, geht da mal weg. Ich mag das Gift nicht. Wir ziehen uns mal zurück hier. In die Sackgasse. Ganz klug. Naja, ey. Nix da. Komm her. Hallo? Hallo? So. Jawohl. Ich schlag dich, den Stecker. Natürlich. Fernkampf brauchen wir gegen ihn ja nicht vorgehen. Ah, ja, er ist verletzt. Ja? Genau, reit auch mal schön auf hier. Ja, ihr müsst den lächerlichen Golem doch jetzt nur noch einmal genau treffen. Was darf es denn sagen? Gut, der bringt wirklich gute Erfahrung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Viechern hier. Gut, dafür war der auch ansatzweise herausfordernd. So, hier ist noch so jemand. Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut. Haben wir eigentlich noch, wo wir schon dabei sind. Naja, kämpft mal hier. Wenn es euch Spaß macht. So, das war doch schön. So, ich wollte zur verschraubten Tür mal gehen. Ich gehe momentan stark davon aus, dass auch mal wieder so unendlich Gegner nachkommen, egal was man macht, so wie in der letzten Ebene, das anscheinend mit den Hexenmeistern waren, oder ich weiß es nicht hundertprozentig. Aha. Irgendwie ist das eine Tür. Was ist los? Aber ich vertraue dem nicht so wirklich. Die mechanische Tür funktioniert nach einem einfachen, aber aufwendig umgesetzten hydraulischen System. Nähere Untersuchungen fördern eine dünne Röhre zutage, die mit jeder Ecke der Tür verbunden ist und in der Wand verschwindet. Der schwache Geruch von Lindwurmgift, der von der Tür ausgeht, beleidigt eure Nase. Aha, ein hydraulisches Lindwurmgiftsystem. Das ist bestimmt äußerst effektiv. Was wollt ihr? So sei es. Vielleicht sollten wir die Blaupausen davon mal anfordern. Vielleicht wollen wir das ja auch mal woanders einbauen. Ach ja, eher nicht. Aber ich kann keine Gnade halten lassen. Na ja, nimm mal deinen Bogen hier wieder. Du hast ja unendlich Mühen. Der Raum scheint auch so ein bisschen komisch zu sein mit seinen lustigen... Ja. Ich schnapp mal zu, schnapp mal auf Türen. Ja, er hat den Zwerg verängstigt. Entängstigen wir den Zwerg? Ich glaube nicht, weil wir nichts mehr haben, oder? Ne, wir können seine Krankheit heilen, aber er ist nicht krank. Obwohl im weitesten Sinne könnte Angst vielleicht eine Krankheit sein. Ach, ist ja auch egal. So sei es. Machen die Viecher das ja eigentlich mit Absicht? Dass die immer von überall kommen müssen mit mal? Spür meinen Stachel! Irgendwo muss es hier ein Nest von denen geben. Und ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Eine Schande, dass wir gewalttätig sind. Er hat ja keine Sekunde mal Zeit, irgendwas hier zu machen. Dann will ich eigentlich nur zu dem komischen Alchemisten, um mal oben das Labor zu benutzen. Hier bin, wenn ihr wollt. Ja, Alchemiefähigkeiten haben wir letztes Mal nachgeguckt, ob wir genügend haben oder halt. Ja, doch, haben wir ja. So, du machst dich mal unsichtbar. Dieses Mal müssen Taten deutlich sprechen als Worte. Ich will mal versuchen, hier reinzulaufen. Als. Was? Ich kann im Kampf speichern? Ach, der Kampf ist vorbei. So, wir versuchen mal was. Mhm. Das war nicht gut, da ist eine Falle dran. Beladen wir nur, das dauert länger, bis wir sie wieder unter Kontrolle haben, als einmal neu laden. Zumindest denke ich das. War ja in der Vergangenheit öfter so. Dass sie dann erstmal so 10, 20 Minuten rumgelaufen ist. Oh, da, ich guck mir den Dungeon mal an, weil ich Angst habe und alle Gegner auf mich aufmerksam machen muss. Ja? Ganz wie du willst. Nützt ja auch nix. So, hier ist eine Falle, das weiß ich. Ah ja. Ein paar Fallen mehr, wie es scheint.
Ist das wieder so ein unendlicher Fallenkack oder was? Ich hab auf jeden Fall schon noch ein paar andere gefunden. Hier scheint nichts mehr zu sein. Dann nehme ich das doch mal an mich. Und ihr macht da mal. Ja, der Zwerg hat schon wieder Angst. Was keinen Sinn ergibt. Aber er hat schon mal Angst. Ach so, man kann die Türen einfach ausstellen. Ja, das ist ja höchst interessant. Die scheinen aber keine Falle zu haben. Also haben wir die einzige Tür gefunden, die man nicht ausstellen kann. Ja, toll. Der Zwerg, komm mal bitte wieder zurück. Ist ja auch nicht so wichtig, wir haben ja das, was wir wollten. Achso, wir können mal gucken, was wir da überhaupt gefunden haben. Wofür haben wir uns jetzt überhaupt so aufgeopfert hier? Langschwert plus 3. Wissen Arcanus plus 20, ja. Kann verwendet werden von gut neutral, Bababada. Schwert des Mürlochtals. War das das, wo die ganzen Untoten drin waren? Im ersten Teil? Ich weiß es nicht. Sie kann das mal haben. Falls wir aber was nicht identifiziert kriegen oder sonst irgendwas. Moment, wofür war Arcan? Zauberkunde war, um Sachen zu... Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie hängt alles damit zusammen. Aber sicher. Warum können wir nicht was spielen, das das Warhammer Fantasy Rollenspielsystem 2 benutzt? Damit kenne ich mich wenigstens aus. Aber nein, es muss ja... Hier ist es D&D 3 war's, oder? Nicht mal AD&D. Ach. Wenn es euch Spaß macht. Wobei die sich da bei den Spielen ja auch nicht zwischen Sagenkunde und... nannten die das andere nochmal? Dass das gleiche war? Ach, weiß ich nicht mehr. Entscheiden konnten. Oder sich der Übersetzung nicht ganz so sicher waren zwischendurch. Ich kümmere mich sofort drum. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das... Ich weiß, dass es in einem Teil hieß es Sagenkunde, im anderen Teil hieß es anders, obwohl es im Prinzip... Wie ihr wünscht. ...äquivalent war. Komm her, du Kröte. Ja, das ist nicht so gut. Geh mal zurück. Nun, wie viel Bolzen hast du denn noch? Ja, du hast schon wieder ein ganzes Ding hier verschossen. Eineinhalb sogar. Hier haben wir noch eine Tür gefunden. Ja. Dann wird es mal Zeit, den Alchemisten hier zu finden. So, da laufen wir auch nicht mal so unbedarft rein. Wir gucken uns die Tür erstmal an. Ich kümmere mich drum. Wer weiß, wer dahinter sitzt. Ja, scheint da alles gut zu sein. Wenn es euch Spaß macht. Es gibt keine offensichtlichen Mittel, um die Tür zu öffnen. Keine offensichtlichen. Ganz wie du willst. Ruhe, schlag die Tür ein. Also, in Ordnung. Ja, toll. Super Tür. Sie blockt meinen Weg. Ja, wo gehen wir weiter? Wir gehen am besten von hier oben nach unten oder wir gehen hier lang. Es gibt sich im Prinzip nicht, also können wir hier lang gehen. Das ist kürzer. Ja, einer muss da durchlaufen. Es war mir ja vorher schon klar, dass einer dadurch ja noch Schaden nehmen muss. Wer hat da die Schlangen in der Mitte aufgestellt? Moment. Du kommst mal mit hier. Ja, doch, keine Farbe cool, sondern das Ding machen. Herrlich. Nein, eine Farbkugel wäre besser gewesen, die stockt nicht so. Gut, wir machen nochmal eine Farbkugel hinterher. Hui. Tja, die hat diesmal irgendwas anderes gemacht. Ja, das artet gerade wirklich heute zu einer Ruckelorgie aus. Zum Sterben. Die Priester machen da, die wirken Segen. Ja gut, das ist... Gemeinsam Segen ist in Ordnung. Das schadet mir erstmal so nicht direkt. Person festhalten finde ich allerdings ziemlich kacke. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wie gesagt, wir haben hier mindestens zwei Leute mit Bewegungsfreiheit und einen Mönch. Der da kann Bewegungsfreiheit über... Also
Bewegungen nehmen eigentlich so überhaupt nicht funktioniert und jemand hat meinen Priester krank gemacht. Die fiesen Schweine. Tut mir leid, aber der Mitte lebt aber echt schon lange. Was ist das hier? Irgendjemand hat ein Holzkonstrukt gelassen. Das kann doch alles so gar nicht stimmen. Ach, hier gibt's noch mehr Schlangen. Hier bringt den mal um, bevor er das macht. Genau. Aber das hat nicht funktioniert. Also es ist halb so. Oh nein, sie haben so einen komischen Lemuren beschworen. Ja, dieses komische, hässliche, Kackdick-Ding, das aussieht wie ein riesiger Fleischkloß aus Haut, der ist ein Lemur. Zumindest heißen die hier so. Was darf es denn sein? Ich bin, glaube ich, auch irgendwelche Wesen aus dem Abyss oder was weiß ich. Ich bin mir gerade gar nicht mal mehr so sicher, wo die genau herkommen. Also ich glaube, wenn man irgendwo bei den Dämonen da sucht, da ist man schon ganz gut dabei. Irgendwas lässt das Ganze hier gerade ganz gut ruckeln. Das spüre ich wohl. Also hier. Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Da spürt man mal wieder die gute Hardware-Beschleunigung. Ah, ich habe nichts gesagt. Wir müssen uns gleich mal wieder ausruhen. Dann können wir ja mal richtig anfangen zu zaubern hier. Ja, was soll's, nützt ja nix. Ha, der ist festgebunden, ja. Der hat einen schnellen Tod vor sich. Ja. So, irgendwann muss das hier wohl mal echt mal reichen mit Gegnern. Ich meine, wir haben jetzt gerade so, ich sag mal, über den Daumen gepeilt, die Hälfte erkundet. Und wir haben hier Gegner für zwei Ebenen kaputt gemacht, wenn ich mir das hier schon so angucke. So, das nehmen wir auch noch eben schnell mit. Und dann müssen wir mal gucken, hinter welcher Tor der Zong steckt. So, was haben wir hier überhaupt in der Mitte? Die Statue zeigt eine schreckliche Szene mit Schlangen, die einen lebenden Menschen verschlingen. Ja, ich sehe nur Schlangen. Dass da ein lebender Mensch zwischen sein soll, das sehe ich nicht. Schon gut, schon gut. So, guck mal bitte nach Fallen. Alles voll mit Fallen. Dann war wohl hinter jeder Tür der Zong, oder? Wer weiß. Wir müssen gleich erstmal alle öffnen, um zu gucken, was hinter jeder dahinter ist. Falle nicht entschärft. Wie nicht? Wie? Gibt's nicht! Nicht entschärft gibt's nicht. Ich bin ein Grund dafür, warum die nicht entschärft wurde. Nicht entschärft, da kann ja jeder kommen. Die auch nicht. Egal wie ihr es versucht, die Tür öffnet sich nicht. Sie bewegt sich kein Stück. Ah ja. Das sind ja ganz ominöse Türen. Dann müssen wir mal rausfinden, warum die sich nicht bewegen. Müssen wir da auch ganz viel Lymphengift dran schmieren. Ich meine, 8 Stachel haben wir. Da können wir hier ordentlich rumwerfen mit. Hulgur, komm mal her. Ich kümmere mich um eure Wünsche. Kein Problem. Du hast doch Kraft. Falle zugeschnappt. Welche Falle? Versöhn dich mit deinen Göttern. Da schon wieder ganz viele neue Fallen, oder was? Ach, das nervt doch. Einfach 800 Fallen überall drauf machen. Ist das alles? So, was haben wir hier? Bewegt sich nicht, bewegt sich nicht, bewegt sich nicht, wir speichern mal. Mal gucken, was da passiert. Bewegt sich nicht, aber die Falle schnappt zu. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwo mit mal ein Pfeilhagel irgendwo vom Rand des Bildschirms und tötet irgendeinen unserer Charaktere. Weil 80 Fallen ausgelöst wurden. So, was ist das denn hier Tolles? Die mit Kerzenwachs bedeckte, hochgezogene Zugbrücke ist über einem bodenlosen Abgrund, die über einem bodenlosen Abgrund hängt, ist die Verbindung zum dahinterliegenden Raum. Ist das alles? Ja, wenn das irgendwas aus Kerzenwachs ist, oder ich weiß es nicht, dann ist es vielleicht auch besser, wenn wir da nicht drüber gehen. Wenn ihr wollt. Selbst wenn das nur damit verklebt sein sollte. Bin schon unterwegs. Nee, falscher Charakter. Hier einmal unsichtbar, einmal gucken. Ich kümmere mich drum. Hat nicht funktioniert. Dann guck einfach nur mal hier rein.
Ja, hier wäre dann schon mal gar nichts drin. Gut, damit gibt es ja im Prinzip im Moment nur einen Weg. Da ist dicht. Hier können wir nur über die Brücke ran, die wir nicht benutzen können. Hier unten sind auch nochmal so komische Türen wieder oben. Da stehen die damit ja irgendwie in Zusammenhang, dass man sich da mal so ein bisschen durch die Gegend teleportieren kann oder so. So sei es. Ich weiß ja nicht, was sich hierbei wieder gedacht wurde. Ja, du kannst mal herkommen. Je größer sie sind. Das Ruckeln ist im Moment ganz, ganz schlimm. Das muss ich wohl mal sagen. Also so schlimm habe ich das noch nicht bemerkt hier in irgendeinem Gebiet. Naja. Es ist eh Zeit. Also kann ich auch dann eben die Hardwarebeschleunigung ausstellen. Ja, nächstes Mal müssen wir uns dann wohl weiter hier umgucken. Also ich habe noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Und hier sind ganz viele Türen oder möchte gern Türen. Und hier oben sind auch noch Türen und hier ist so ein komisches Ding mit Schlangen. Und anscheinend möchte jeder, dass wir Lindwurmgift haben, was wir noch gar nicht destillieren können, weil uns ein gewisser Herr da fehlt, der da mal was machen könnte. Vielleicht müssen wir doch nochmal zur Streckbank hoch und da uns einen abkurbeln und dann öffnet sich zufällig eine Treppe, weil wir wissen, dass da irgendwo was sein müsste. Wer weiß? Wir werden es irgendwann rausfinden. Ich glaube, wir müssen noch ein Jahr tiefer nichten. Los, komm her. Ja, das hat nicht funktioniert. Komm her. Ich will jetzt nicht jemanden noch vorbewegen und noch einen Priester finden oder so. Versöhn dich mit deinen Göttern. So, stirb. Hast du gar nicht anders verdient. So, dann machen wir hier jetzt den Abschluss. Mit dem Tod dieses Jan Thiemeisters. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.